Guten Tag, moin moin, herzlich willkommen auf YouTube, danke fürs Reinschalten, neue Runde, LS22 noch physische Marsch 1.9. Ja, bei einigen haben wir jetzt im Chat schon die Rückmeldung hier im Livestream-Chat, dass der Umzug geklappt hat. Wenn ihr auch umgezogen seid von der nordfriesischen Marsch 1.8 auf die 1.9, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es funktioniert hat, was nicht funktioniert hat oder ne, was auch immer. Würde mich freuen über Feedback. So, auf Twitch sind wir noch am Donnerstagabend am Start vom Wochenende, ne? Vom Pfingstwochenende. Miep, miep. Danke dir an die Panzerkabel für den Sub. So, das war's hier auf dem Feld. Wir müssen jetzt noch die letzten Ballen sammeln. Und dann können wir uns überlegen. Achso, genau. Ne, den müssen wir nicht auffüllen. Der hat fertig. Okay. Der muss dann aufgefüllt werden. So. Der ist der Meinung, dass er die Baumsetzlänge auffüllen muss. Denn wir haben in der, glaube ich, letzten Folge, oder was schon die vorletzte Folge, die ein bisschen länger gedauert hat, haben wir auch eine Menge Eichen angepflanzt, weil man Eichen wohl ganz gut nutzen kann für Hackschnitzel machen. Das wollen wir natürlich mal, wollen wir hier mal antesten. So, dann Auto wird abschalten. Soll ich nochmal ab- und anschalten, nachdem man abgeladen hat, ist irgendwie immer sinniger, ne? Gut, letzten Ballen und wir schauen mal, ob wir uns vielleicht noch eine weitere Silage-Mission gönnen oder ob wir sagen, nee, komm, sagen wir so. Also im letzten Saison haben wir das immer noch gut genutzt, um damit auch Geld zu verdienen. In der aktuellen Saison ist es jetzt eher dafür da, unsere Biogasanlage winterfest zu machen. Wo wir dann merken, oh, wir haben mehr als genug. Muss man ja fast überlegen, ob wir auf das Maisfeld verzichten können, ne? Mein Maishäckseln, Fermenter macht Sinn, ich weiß. Aber wir können also ein Feld kaufen, auf jeden Fall. Aber vielleicht lassen wir dann doch das drauf, was wir auf dem Feld auch kaufen. Feld 3 hatten wir gesehen, würden wir Sorghum kaufen. Wäre ja nicht ganz verkehrt, das zu haben. Ach. Oder eben, ja, Zucker, ne? Zuckerrüben anpflanzen. Für Zucker wollten wir langfristig gesehen auch haben. Umzug aufgebracht, habt nur Fahrzeuge mitgenommen. Das Fahrzeuge mitnehmen ist ja tatsächlich auch nicht so wild, ne? Das sind wirklich nur Vehikeldatei kopieren und gut. So, ich habe die Schonfrist gekriegt in der letzten Folge wegen Kredittilgung. Möchte ich jetzt in der heutigen Folge dann gerne wieder gerade bügeln. Ich werde in der Zwischenzeit den mal Richtung Biogasanlage fahren lassen. BGA Süd, Lieferung Ballen. Ob da das Fass von hier funktioniert, schafft von hier oder nicht, weiß ich nicht. Müssen wir sehen, ne? Also, wir gucken mal kurz. Wie viel haben wir denn überhaupt eingenommen im März an Produktionen? Was ist ja immer unsere Grundlage, die wir mit unserer internen Spielbank ausgehandelt haben, ne? Genau. Ein Viertel unserer Produktionseinnahmen aus dem Monat zuvor muss in Schuldentilgung investiert werden, damit wir da ein bisschen auch von abbauen. Also wir haben im März 524.000 Einnahmen gehabt aus Produkten. Und jetzt heißt es, die Marge ist zu schwer. Natürlich haben wir auch hier Produktionskosten 64.000, Betriebskosten Gebäude, also 100. Die kann man ziemlich direkt abziehen, 110, 115.000. Und so, wenn wir noch bei 400.000 plus, dann haben wir noch ein paar Rohstoffe, die wir reingehauen haben. Logischerweise aber trotzdem unterm Strich macht man mit Produktion schon Geld und man kommt auch ein bisschen voran. So ist es nicht. Aber gut, also von 524.000 ein Viertel hört sich nach 130 an, ne? 130 müssen wir zurückzahlen. Da ich beim letzten Mal da irgendwas falsch gemacht habe, speichere ich noch mal kurz. Spiel speichern. Der Flieger bis in 14 Tagen. Auch schon Urlaub dann wahrscheinlich, ne? Oder was? 130.000 möchte ich tilgen, also wir sollten danach noch an die 650.000 auf dem Konto haben und ich glaube, dann wäre das doch gut. Shift und, ne, Steuerung M, ne, ich muss glaube ich aussteigen, ne? Shift und M. So, hier mein neues Kredit, wenn ich 130.000 tilge, habe ich danach noch 5,6, ne? So, und passe mein Konto an und speichern und 130.000 bezahlt. 650.000 haben wir noch und okay, ist dann so. Teneriffa, nice, war ich noch nie. Kanarische Inseln generell kennen wir. Gut, da waren wir halt zweimal. Tut sich ja nicht so viel, ne?
Aber ich habe letztens Zufall gesehen, oder heute war das bei Better Online, glaube ich. Wer ist es noch? La Palma, ne? Da wo der Vulkan die ganze Zeit ausgebrochen ist in letzter Zeit. Da gibt es ja auch ein ziemlich hohes Gebirge, Vulkangebirge. Und da soll man ja direkt die Milchstraße und so richtig gut sehen können. Ne? So richtig schönes Sternhimmelbild. Ich meine, das interessiert nicht jeden, ich weiß. Aber das ist bestimmt mal, wenn man das so richtig gut erkennen kann, so Sterne, weil man irgendwie 2000 Meter über Null ist und ne, über den Wolken und dann sowieso ziemlich dunkel, weil wenig Lichtstörung. Bestimmt cool zu sehen. So. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt hier tatsächlich knapp 300.000 Silage. Läuft erstmal. Sehr gut. Gucken wir mal kurz, ob wir eine neue Mission anfangen oder ob wir Produkte verkaufen oder was auch immer. Warte mal, wenn wir noch eine dicke Silage-Mission haben. Welt 41, ne? Ist mega. Da wissen wir sowieso schon, da bleibt hammer viel übrig. Da kann tatsächlich nicht schaden, wenn wir da auch nochmal die Mietgeräte mitnehmen. Dann könnten wir nämlich noch einen zweiten Trecker mit einer Beipresse hinterher schicken. Big M ist eh schnell. Aber das Problem ist nachher immer, dass die nicht hinterherkommen. Geht gern, ja, das ist doch Vertrag akzeptieren. Ich mach das einfach. Mietgeräte ausleihen, Feld 41, das werden wir noch machen. Trotzdem lassen wir das mit der Zeit weiter mindestens mal 5 laufen, damit wir ein bisschen vorankommen. Ich schick. Ja, dann. Hier stehen noch so ein paar Paletten. Man sieht, die sind auch mit umgezogen, ne? Hier ist Flüssigdünger. Irgendwann muss ich das mal abholen. Machen wir erstmal raus. Ich glaube, Feld 41 haben wir auch schon mal gemacht. Das große Richtung, da wo früher hier auch Hof Ost war. Ne? Würden sich auch gewünscht, dass wieder 4 Biorass-Anlagen auf der Karte drauf sind, aber ich denke, ich werde irgendwann die Standard-Biorass-Anlage auch nochmal nach dem Neuf-Marsch-Stromprinzip überarbeiten und dann kann man sich natürlich gerne weitere Biorass-Anlagen platzieren, wenn man mit den zwei örtlichen nicht mehr hinkommt. Schickt sie doch beide, ne? Geht einfach schneller. Hier können wir schon die Beinpresse auch zusammenbauen. Knicklichten bekommt die Produktion nicht in den neuen Spielstand. Also probiere ruhig Stück für Stück. Also nicht komplett die ganze Placeable kopieren, sondern nimm einfach mal die Placeable aus dem neuen Safe Game. Und guck, dass die Verkaufsstationen da sind, wo sie sein sollen. Und wenn das schon mal funktioniert, dann würde ich vielleicht erstmal Stück für Stück Produktion mitnehmen. Also wie gesagt, Folge 300 auf YouTube bei mir gerne reingucken. Hilft bestimmt. Ganz in Ruhe bis zu den Placeables. Und da zeige ich ja auch, was ich mache mit den verzierbaren Gebäuden. Warte, ich wollte noch gucken, muss ich eigentlich auch das andere Luzernefeld nochmal düngen oder war das gedüngt? Also hier hat sich ja noch nichts geändert, da ja auch nicht. Und da ist der Stickstoffgehalt grün. Nö, ich glaube, düngermäßig sind wir gut davor. Okay. Muss ich mal gucken, ob das auf der 1.9 auch noch so ist. Zwischendurch war so ein bisschen das Problem aus dem Multifood Pack. Das weiß ich. Dass man da nicht die richtigen Missionsgeräte gekriegt hat. Kann auch sein, dass mir noch einige fehlen im Einbau von Missionsgeräten, die aus dem Multifood Pack theoretisch mitgeliefert werden. Moin, moin.
Ja, doppelte ID ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit tatsächlich. Das kann, ist eine Fehlerquelle bei den Placeables. Dass man wirklich darauf achtet, welche ID hängt dahinter. Also steht ja in meiner oberen Zeile mit drin ID und es darf auf keinen Fall eine doppelte vergeben sein, weil sonst ist es schlecht. Und so eine dicke Mission müssen wir aber nochmal machen, ne? Also finanziell, ich denke, wir kommen mit diesen Silage-Missionen, da wir jetzt die Silage nicht mehr verkaufen, sondern für uns selbst behalten, brauche ich erstmal nicht zwingend ein Maisfeld zum Häckseln. Brauche ich nicht zwingend. Also bin ich jetzt am Überlegen. Das werde ich heute nicht mehr entscheiden. Das machen wir aber auch definitiv. Komme ich nicht mehr drum rum, das am Sonntag zu machen. Ne? Feld 3 kostet uns 626.000. Das hätten wir gerade noch. Und 655.000 ist auch kein Problem, weil wir ein paar Produkte noch verkaufen und gut. Wir haben noch, also Rabatte, naja, das war aber schön, so ein Fan-Ideal zu haben. Nur weitere brauchen wir aber alles nicht. Brauchen wir nicht. Guck mal, die Big M's kommen schon an. Mit 41 ist so geblieben, wie es war. Wir können natürlich gleich gucken, dass wir das hier einmal rausladen. Bei Gras, Feld 41, Big M, Kursladen, aktivieren. Erster Wegpunkt. Und Kursplay und... Geht. Dann gehen wir jetzt noch rein in die Allgemeineinstellung, weil der ist ja auch wieder dieser, ich hebe früh und senke spät und sowas. Genau andersrum. Ich sage ja immer nicht vorher, was an Produktion geplant ist, weil auf einmal überlege ich mir das anders. Oh Gott. Ist nicht so schlimm, wir haben gemerkt, es bleibt mehr als genug übrig. Steuerung Z. Letzter, nächster. Denn das mit dem Obstsalz ist auch wieder relativ spontan. Ich dachte, na komm, die Plantagen, es wird mal Zeit. Also ich kann es mir noch nicht sagen. Ich habe natürlich eine Idee. Aber wenn ich es noch nicht umgesetzt habe, dann heißt es nachher, man hast du aber gesagt und warum nicht. Und ich habe mich schon gefreut und ich habe das schon so vorbereitet. Abwarten. Ich habe jetzt gerade heute 1.9 Version fertig und auch das Produktionsupdate 1.7. Deswegen bin ich jetzt erstmal froh, dass das draußen ist und scheinbar auch überwiegend funktioniert. Und im nächsten Schritt, logischerweise spätestens ab Montag wahrscheinlich gar nicht so sehr, Dienstag könnte ich mir vorstellen, überlege ich mir dann wieder, wie geht's weiter. Bei der Burgseite muss man sich erst anmelden, das ist korrekt. Die Speiseölproduktion, ja, theoretisch auch bald denkbar. Ich habe ja noch mehr. Oh, also es ist noch so viel. Es ist natürlich Sand, Erde, Kies auch mit dem Glas-Thema. So, also, ne? Scheitert nicht an der Menge. Möglichkeiten sind ja schier unendlich. So, dann. Kurs weg. Ach nö, du musst. Ach nee. Ich habe jetzt ein 1,25er Bein raus, auch nicht dran gedacht, ne? Der zweite Big M müsste doch auch gleich kommen. Da bleibt schon einiges über bei so einer Mission. So dass wir den Fermenter, das ganze Zeugs auf dem Fermenter aktuell erstmal gar nicht brauchen. Dann können wir noch mal kurz gucken, was unsere Produktion bisher geschafft haben. Was hätten wir beim nächsten Mal am Sonntag denn schon mal wieder zum Verkaufen? Dann wissen wir auch schon mehr, ob wir uns so ein Feld leicht leisten können oder nicht.
Dünger, glaube ich, werde ich überwiegend behalten. Kann ich schaden, wer weiß, was noch alles kommt. Ansonsten, wenn wir dann irgendwann zu viel haben, verkaufen wir es. Aber erst, wenn ich, also, ne, wenn die Produktion dahin geht, dass sie fast voll ist oder so. Musst du testen. Wurzel. Eigentlich sollte das gehen. Siehst du natürlich in den Symbolen, ne? Wenn du jetzt auf im Shop gehst und auf das Drescher-Schneidwerk gehst, mit dem hier, ne, mit dem Maischneidgebiss, müsste da eigentlich Lavendel drin stehen. Aber ob die Animation und all dieser ganze Kram noch passt, was man alles, was ich nachträglich alles früher in der alten Marsch eingebaut habe, kann ich gar nicht genau hundertprozentig sagen. Das kann sein, dass dann auch das ein oder andere auftaucht, was nicht läuft, was ich dann eben in Zukunft fixe. So. Kompost 58.000, das hatten wir vor kurzem verkauft. Hier, ne? Da haben wir 8 Paletten, beziehungsweise 9 Paletten jeweils. 10 Paletten sogar. Das werden wir auf jeden Fall verkaufen. Und hier auch immerhin 6, 7, 8 Paletten. Was jetzt nicht, dass man sagt, wow, ist alles schon übergelaufen. Oh, hier aber auch Hummer, ne? Haben wir nämlich beim letzten Mal nicht verkauft. Fast 5 Paletten Hummer, das sind alleine über 100.000 Einnahmen. Das sieht schon mal ganz nett aus, wenn wir da irgendwie noch eine Kombination finden, was wir gut wegbringen können. Ist das ganz gut. Aber dafür haben wir ja auch viel Diesel eingekauft, also müssen wir ja auch ein bisschen Geld verdienen, ganz klar. Ja, zweiter Big M ist am Start. Ich würde sagen, auch mal schnell. Doch genau, laden wir noch. Kurs, laden, Feld 41, Big M. Das Laden aktivieren. Dann lassen wir uns einfach kurz anzeigen. Und schicken den irgendwo mittendrin statt nur dabei. Ne? Können wir einfach hier mit reingeben. Da müsste er, der ist noch auf Schwarz eingestaltet. Und dann sagen wir einfach nächster Wegpunkt und hier. Beim Presse kommt hinterher. Mit Glück treffen die sich nur manchmal und nicht zu oft. Und da kommt auch schon der LKW hinterher. Ah, IGA einschalten wäre sinnvoll. Das ist der Tipp des Abends. Nicht nur Fermente einschalten, wie vorhin, sondern die BGA muss auch eingeschaltet werden, ansonsten wird auch eine Biogasanlage im Zweifel nichts produzieren. Dann habe ich viel Silage, dann hält sie auch sehr, sehr lange, ne? Aber ich produziere keinen Strom. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Gut aufgepasst, Christian, vielen Dank. Also doppelt Zucker. Okay. Machen. So, dann haben wir das schon mal alles sauber eingeschaltet. Ich gucke noch mal kurz. Also Mais haben wir noch Zeit bis Mai. Zuckerrübe haben wir nicht mehr Zeit. Also Zuckerrüben müssen wir diesen Monat noch entscheiden. Hopfen könnte man zur Not nachher Feld 7 kaufen, wenn wir merken Ende des Jahres, dass wir zu viel Geld haben. Im September oder so. Hopfen ist ja auch noch im Oktober, November, ist ziemlich spät erst dran. Zusammen mit Mais vom Zeitpunkt her. Naja, sehen wir dann. Also, was wollte ich jetzt? Ich wollte, genau. 41 laden und ihn losschicken. Wieder leicht ablenken lassen. Ungewöhnt. Ausladen, aktivieren. Nächster W-Punkt und viel Spaß. Und Zeit. In der Big M. Hängt er irgendwo fest? Oder auch eigentlich jetzt hier in seiner zweiten Reihe. Ich glaube, der hängt irgendwo fest. Das ist der 1,25er Ballen. Den wollen wir nicht haben. Ich muss einmal kurz retten da hinten, ne? Und sonst wird das nix.
Das war das mit dem Weichen und dem Überlappen, was wir auf Feld 74 gemacht haben. Das funktioniert da ein bisschen besser, ne? So, aber mit zwei Big M, zwei Beinpressen, glaube ich, werden wir dieses Feld am Sonntag relativ schnell erledigt haben. Ohne Probleme. Komisch, dass er die nicht aufnimmt hier. Beim Platzieren der Mehlfabrik scheint die Textur auch nicht zu passen. Der Boden sieht danach nach Matsch und nicht nach Asphalt aus. Aha. Da muss ich tatsächlich, das kann sein, bei einigen platzierbaren Produktionen. Danke schon mal für die Rückmeldung. Wieso nimmt er denn die Beine hier nicht mit? Das sind doch passende Beine. Er ist doch bescheuert, dass ich nicht so nah an die Beine fahren darf. Gut, es kann sein, dass ich mich gleich noch ransetze nach dem Stream. Wir machen Feierabend, Leute. Und dann werde ich gleich nochmal schnell schauen, welche Produktion. Also, du hast einen neuen Spielstand gestartet oder im alten Spielstand? Der alte wird. Ne, der alte ist nicht. Ne, im Zweifel, der alte wird nicht supported. Aber im neuen Spielstand muss es natürlich passen. Es kann natürlich sein, dass ich bei einigen Bodentypen das eingestellt habe, was auf der 1.8 und auf der alten Marsch richtig definiert war, was in der neuen nicht ist. Das heißt, ich werde gleich nochmal schnell im Testspielstand wahrscheinlich jede Produktion noch einmal platzieren und gucken, welche macht einen komischen Boden. Und die nochmal überarbeiten. Das ist kein großer Aufwand, das ist nur ein Eintrag zu ändern. Dass das normale Asphalttextur dabei rumkommt. Aktualisierte Europa-Pack ist schon verfügbar, sehr gut. Ja, dann gibt es Produktionspack, was ist denn das dann? 1.71, ne? Also kann durchaus sein, boah, jetzt haben wir 11 Uhr. Zeit ist heute noch. Natürlich dann gucken, ist das nicht das Problem. Schnell einen Testspielstand, 20 Millionen rauf, größtes Feld kaufen, alles einmal schnell hinballern. Dann sehe ich, bei welcher Produktion noch komischer Boden ist. Theoretisch könnte sich auch das auf das Modpack auswirken, dass da auch manchmal noch ein komischer Boden mit bei ist. Dann kann sein, dass es dafür doch ein Update geben muss. Das weiß ich noch nicht. Morgen Abend, Viertel nach 8 circa. Also erst morgen Abend. Wäre natürlich nochmal interessant zu wissen, das ist das allgemein so. Also beim Platzieren der Mehlfabrik scheint die Textur noch aus, wie gesagt, wenn es eine falsche Asphalttextur ist, ich weiß gar nicht genau, welche ich hinter der stehen habe. Muss ich mir angucken, deswegen. Ihr werdet es merken, wenn auf der Homepage 171 steht, ne? Dann war es das. Dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten, ja, schnacken wir dann wieder LS-mäßig am Samstagabend und morgen Abend, wie gesagt, dieses kleine Captain of Industry. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Sehen wir uns morgen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Angenehme Nacht. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.